Ground Control. Boah. Er ist doch ganz gut geworden. Guten Tag. Dann in den Bellzweck einsteigen, bitte. Können Sie mich einmal bitte nach Bentley bringen? Komm schnell. Gibt's Palaver hier. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Düsseldorf. Heute sind wir in Düsseldorf und zwar bei der Firma Gottfried und Schulz. Ne? Und zwar bei Bentley. Und hier stehen schon wirklich echt krasse Autos. Mir persönlich gefällt der zum Beispiel der neue Continental. Ja, sehr sogar. Ich finde das Auto wirklich, wirklich cool. Aber welches Auto wir heute bekommen, ja, das wissen wir auch nicht. Oder weißt du das noch? Nein. Ehrlich ist? Nein. Wissen wir nicht. Wir haben nur Kontakt aufgenommen und die haben gesagt, okay, machen wir so ein Testpilot oder wie sagt man, Pilotenprojekt und mal gucken, wie die Videos werden und so weiter. Wenn die cool sind und die Bentley-Mitarbeiter die mögen, dann werden wir öfter sowas machen hier mit Bentley. Ich finde es cool. Definitiv. Ich habe selber einen Bentley gehabt in der GTC damals. In ja, einer der ersten war das. Ja. Das war schon ein cooles Auto. Lass reingehen, meine Haare hier. Es wird so windig. Ich bin gespannt, wie die neuen sind. Kommt. So, meine Damen und Herren, ich habe Bentley. Heute dreht sich alles zum Thema Bentley. Welches Modell das ist, sollen wir sagen oder willst du mal zeigen? Wir können es ja parallel machen. Ein Riesenauto. Das ist der New Flying Spur. Ja, ich finde das Auto, sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Wisst ihr, was ich noch mag? Den Continental. Ja, die gibt es in verschiedenen Farben hier. In grün. Ja, so hellgrün, alles schwarz, schwarze Leisten etc. steht einer drin. Leider wegen Corona-Vorschriften haben wir nicht drinnen gefilmt in dem Autohaus. Was muss man mit Masken tun etc. Deswegen machen wir das, wenn Corona vorbei ist, machen wir ein riesen hier Video und so weiter mit dem Autohaus, mit dem Verkäufer. Sehr nett, wirklich. Wir sind hier sehr nett empfangen worden. Auch von den Damen, die vorne sitzen. Wirklich, finde ich sehr, sehr schön. Ist nicht überall so, ja, dass man so schön empfangen wird. Und ja, was ich noch zeigen wollte, da steht der neue Bentayga. So ist das. Irgendwie vermisse ich den Bentley schon, den ich hatte. Ja, irgendwie war schon ein cooles Auto. Vorsicht, Vorsicht. So ist das. Geil. Wisst ihr, was hier neu bei dem Auto ist? Die Scheinwerfer, Stoßstange. Das Auto sieht irgendwie ganz anders aus, ne? Ganz anders, finde ich, wie der Vorgänger. Ja, von der Seite, glaube ich, ist der... Ah doch, hier, die Kurve haben sie geändert. Ja, relativ gleich, ne? Ja. Aber auch größer, oder? Guck mal hier, hinten. Schöne Auspuffänder, oder? Ich finde es schön bei Bentley, dass sie die neuen Autos trotz, ich sag mal, Eleganz sehr sportlich machen. Ja? Bisschen Auspuff. Hier kann man quasi die ganzen Leisten auch in Schwarz bestellen, haben wir ja gerade erfahren. Ne? Blackline. Blackline, genau. Das finde ich richtig, richtig cool. Ne? Obwohl das natürlich auch sehr, sehr, sehr sexy ist. Also mein Geschmack. Aber wir fahren jetzt mal hier. Unserem Testwagen. Komm. Guck mal, da hat das wie Rolls Royce. Guck mal. Habt ihr es gesehen? Hast du gesehen? Ein bisschen noch den Rest. Fahr mal rein. Achtung.
besser als bei einem Rolls Royce. Achtung nochmal. Boah. Wow. Das sieht gut aus. Und scheinbar. Sind die blau oder wirken die nur so? Das ist so bläulich, ne? Mhm. Also was, komm, wir fahren das mal, das Auto. Und die Feinheiten, die Kleinigkeiten testen wir zu Hause, ne? Aus. Schau mal, was die 12 Zylinder können. Ja. Komm. Das ist ein schönes Auto, Leute. Da hat es mir angetan. Das hat so viele Kleinigkeiten, ne? Nein, das hat nichts mit Kleinigkeiten zu tun. Das Auto ist einfach nur extrem modern. Die Knöpfe allein wirklich. Das kann man sich da nicht wirklich. Wir müssen das auf jeden Fall aufnehmen. Die Knöpfe hier, ne? In dem Auto. Das hier zum Beispiel. Alles hier wirklich. Also sehr, 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 sehr modernes Auto. Ja? Guck mal an die Uhr, wie die aussieht. Also ich bin ehrlich, der ist viel, viel besser als mein Rolls Royce. Mhm. Und wir sind 350 Meter gefahren. Nein, das Problem ist, weißt du was, an solchen Autos, du fühlst das, ja oder nein? Ich möchte jetzt nicht Rolls Royce hier schlecht machen, nicht Rolls Royce hier. Ich denke, naja, Weltzeug ist ja Quatsch hier, aber jeder empfindet das irgendwo für sich. Ja? Und ich finde das Auto, auch das, die Lederausstattung hier in dem Wagen, die sieht aus, als wenn die direkt von uns kommen würde. Also so custom. Nicht einfach laden, bam, 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 sondern einfach, kann man das auf der Kamera sehen hier? Das hier zum Beispiel. Mhm. Das musst du gleich filmen, Norm. Wenn wir aussteigen, wie geil das aussieht. Wirklich schön. Ich kenne nur Bentley, im Prinzip hat so ein gestepptes Leder gehabt, ne? Aber das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. Das ist so ein gemütliches Auto, ne? Dicke 22 Zoll Felgen drauf, serienmäßig. Ja, das hat man bei Rolls Royce nicht. Da gibt es nur zu 21 Zoll. Obwohl das Auto doppelt so groß ist, ja. So gefühlt. Ja. Guck mal, wie hinten, kann man das Ganze nach hinten aufnehmen? Oder machen wir es gleich, wenn ich aufsteige? Krass. Tacho, guck mal, wie schön das Tacho ist. Wie viele Kilometer da gelaufen? Oh, 4000. 4800, okay. So ein Monitor, weißt du, so sieht schön aus, weißt du, so neu. Das sieht aus wie ein Auto hier, Baujahr 2020. Ja, und das vermisse ich bei meinem Auto. Vielleicht doch ein Bentley. Norm lacht. Und der, was er hat auf der Motorhaube, ist wie beim Rolls Royce die Emily. So hat dieses Bentley-Zeichen was hochwert. Weißt du, was wir machen? Wir fahren in die Firma und machen wir einen super geilen Vergleich, ja, zwischen Rolls Royce und dem Bentley. Oder? Ja. Im Prinzip viel, viel gemeinsam. Ja, wie der Emily was rausfährt. Hier fährt das Bentley-Logo raus. Hat das einen Namen eigentlich? Müssen wir mal recherchieren. Muss man recherchieren. Also ich bin bei Bentley nicht so weit, ich sag mal, drin, informativ. Das ist schon, wie lange ist der? 6 Jahre? 6, 7 Jahre, wo ich meinen Bentley hatte. Das war natürlich auch anders als das hier. Das ist natürlich ein sehr modernes Auto, was sich wirklich, wirklich cool fährt. Wie ist der Verbrauch hier eigentlich bei einem Auto? Bestimmt enorm, oder? Angabe liegt bei 13 Liter. Boah. Ja, okay, das geht. Das ist gut. Das ist echt gut. Kann man machen. Der Neupreis bei dem Wagen liegt, glaube ich, bei 280.000, ne? Mhm. Als First Edition. Als First Edition, ja. Ist natürlich eine Hausnummer, aber was man hier bekommt, ist wirklich ein Haufen Luxus. Das ist ein Riesenberg Luxus. Sitzbelüftung, Sitzbeheizung, also alles, was man braucht.
hatte Massagesitze. Warte, hat man das hier vielleicht? Nein, weiß ich. Ja, oh Leute, der massiert wie Thai-Massage, ehrlich. Also richtig schön kräftig. Oh, das gefällt mir. Oh, wir sind auf der Autobahn und ich würde gerne hier etwas Gas geben. Aber hier ist eine Begrenzung von 100 km/h. Und wir müssen 100 km/h fahren. Im großen ganzen Autobahn fährt sich das Ding bombastisch. Was ich unbedingt ausprobieren möchte, ich habe gar nicht gefragt, ob ich darf. Einmal so richtig Gas zu geben. Ja? Weil das Auto hat serienmäßig, Achtung, serienmäßig 900 Newtonmeter und 635 PS. Wisst ihr, wie schnell das Auto ist? Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit abgeregelt, Achtung, abgeregelt bei 333 km/h. So schnell bin ich mit meinem McLaren gefahren. Aber nicht mit einer Limousine. Ja, also hier ehrlich, ich bin mit dem Auto so ein bisschen sprachlos, weil ich habe das Auto natürlich mit anderen Augen angeguckt als ich sag mal der normale Endverbraucher, weil ich bin so ein Typ, ich gucke mir die Autos an, bei den meisten Autos würde ich hier, da, manchmal mehr, manchmal weniger ändern, ja, Wildbody sowieso. Hier bei dem, ich weiß gar nicht, was wir ändern sollten. Das Leder sieht aus wie von uns. Also hier so custom geil gemacht. Das Auto fährt sich super. Richtig große 22 Zoll Felgen. Ich muss eins sagen, ich bin schon viel gefahren. Aber das Auto ist das höchste von der Verarbeitung her, was ich gefahren bin. Das ist wirklich einfach nur krank, wie Bentley arbeitet, wirklich. Also hier ist alles, hier ist nichts dem Zufall überlassen. Alles, wirklich, jede Naht, alles, wirklich. Ich bin so beeindruckt von der Qualität von dem Auto. Das ist wirklich nicht normal. Klar, das Auto kostet 270.000, ich habe gesagt 280 vorhin. Aber wirklich, es gibt Autos, das sind Haufen Geld, gar keine Frage. Nur, es gibt Autos, die kosten auch um den Dreh. Ja, ich sag mal eine S-Klasse 63 oder 65, wenn du die einmal voll nimmst, wie der jetzt, ja, mit Massage, mit allem drum und dran, kostet das Ding auch ein Vermögen. Ne? Da würde ich lieber nichts, ich liebe Mercedes, gar keine Frage, wirklich, ich liebe Mercedes, aber da würde ich lieber so ein Auto nehmen. 333 km/h Höchstgeschwindigkeit abgeregelt, ja, 900 Newtonmeter, das hat ein Auto normalerweise, ja, nachdem der hier bei weiß ich nicht, PP Performance aus der Anabolika-Kur rauskommt. Ja. Ja, der Norm hat Glück, dass der hinten sitzen darf. Ne? Ich sitze vorne. Die Präsidenten sitzen hinten. Schaut mal, die Leute bei Bentley, also zumindest in Düsseldorf hier, sind die wirklich super nett. Ja? Natürlich muss man auch nett darüber kommen. Nicht hier, hey, Bruder, zeig mir Auto. So nicht. Wenn man ganz nett ist, ja, und nett fragt, guckt euch wirklich das Auto an. Einfach nur angucken. Ja, ob jung oder alt, einfach nur. Es geht nicht darum, ob dir das Auto gefällt oder nicht gefällt, sondern einfach die Verarbeitung und die Ideen, die Bentley hat, ja, das alles so perfekt zu machen. So, und dann geht man vielleicht zu einem anderen Hersteller und guckt sich das Auto auch mal an. Aber das ist unglaublich, wirklich unglaublich. Da sind wirklich sogar hier die Scheibenwischer-Schalter, ja, oder Hebel. Die haben so also überall so diese Struktur mit so kleinen Karo oder diesem, sag mal, so V mit so, ich kann das schwer erklären, feine Details. Wirklich. Überall der Knopf, die Knöpfe, die ganzen Schalter. Ja, hier diese Drehknöpfe hier am Lenkrad. Alles hat wirklich ein System, ein Design. Krass, wirklich krass. Ich muss eins sagen, ich habe mich in diesen Wagen verliebt. Aber richtig verliebt, wirklich. Ich sage manchmal im Video, okay, wirklich krasses Auto, schnelles Auto. Wir sind letztens Porsche gefahren, auch tolles Auto, gar keine Frage, würde ich mir auch holen. Ja, nur, das ist schon mehr so sehr, sehr, sehr sportlich.
Hier hat man alles. Hier habe ich puren Luxus. Ich lasse mich gerade massieren. Von den Massagesitzen. Toll. Oder der hat auch Dampf. 3,8 oder 3,7 Sekunden auf 100. Leute, das hat nicht mal ein M2. Ja. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, was wir gerade hier fahren. Ja. Weil viele sagen, oh, M2, M3, M4, keine Ahnung, die ballern so durch und so weiter. Aber der hat die besseren Zahlen. Wirklich. Und wir reden hier von dem Wohnzimmer. Ja. Ja. Nein, das ist kein Wohnzimmer, das ist ein Familienhaus. Ja. Ich würde sagen, sogar hier Mehrfamilienhaus von der Größe her. Aber sehr krass. Leute, wirklich, kein Scherz. Das Video wird etwas länger sein, glaube ich, weil es gibt so viel hier zum Zeigen und zum Filmen. Also guckt euch wirklich das Video bis Ende an, ja? Weil am Ende machen wir so einen coolen Capron. Ja? Wir werden bei dem Auto auch Drohnenaufnahmen machen. Ja, guckt zu Ende das Video. Ich sage das selten, aber wirklich, das Auto ist krass. Auf jeden Fall haben wir schon mal die beiden Babys nebeneinander gestellt. Jetzt machen wir erstmal den Schlüsseltest. Boah, das Sonne blendet aber richtig. Komm, ein bisschen so gleich. Und zwar Schlüssel. So sehen die von vorne aus. Beide kann man da aufnehmen. Mhm. Sieht man ganz, ganz gut. Achtung, ich drehe das jetzt. Ja. Warum der viel, viel schöner ist, nicht weil der nur wirklich auch schöner ist, sondern einfach, weil der hier Belzec draufstehen hat. Hab die extra für mich gemacht. Bentley, vielen Dank. Nein, aber ich finde das. Guck mal an der Seite, das ist ja. Allein Schlüssel ist schon. Die sind schon beide sehr groß, ne? Beide sehr groß, aber der sieht natürlich sehr, sehr modern aus. Ja? Der sieht schon eher so ein bisschen. Oh, wie ein Ziegelstein aus. Ein altes Handy. So, jetzt machen wir Dings hier. Du hast mich auf den Gedanken gebracht. Das ist Nokia 3210 und das ist iPhone 14. Ich dachte, mein Rolls-Royce ist ein Killer-Auto, aber ich finde, der ist viel, viel breiter, der Bentley. Der ist viel breiter irgendwie und sieht extrem modern aus. Jetzt sehe ich, dass mein Auto nicht mehr das modernste ist. Und das müssen wir ändern. Definitiv. Ich glaube, ich würde sogar vermuten, wenn wir ein gutes Angebot bekommen, von Bentley, dann wird das der Continental. Weil der ist mir etwas zu groß, beziehungsweise ja nicht zu groß, sondern ich fahre sowieso mein Lieblingsauto, den Audi A8, für jeden Tag. Aber was Sportliches hätte ich gerne. Und das wäre in meinen Augen der Bentley Continental, glaube ich, das perfekte Auto. Jetzt kommt ein bisschen näher. Jetzt machen wir einen Test. Emily gegen Bentley. Nein, Emily gegen Belzec. Machen wir so. Ja. Emily gegen Belzec. Ne? Hier, guck mal. Komm ein bisschen näher. So geht bei Bentley das Logo hoch. Achtung. Und hier 1, 2, 3. Was richtig cool ist, guck mal hier, sind beide beleuchtet. Kann man sehen? Ja, den ja? Ring sieht man. Ja, der Ring. Hier ist der Ring beleuchtet und ja. Bei dem Bentley, warte kurz, ich mach zu. Achtung, jetzt pass auf. Ist so ein bisschen. So ein bisschen. Hier, Achtung. Mach mal, check. Komm ein bisschen näher. Oh doch. Also hier finde ich das sehr ja. Flüssig. Guck mal, wie der verschwindet, das Ding. Finde ich cool. Achtung. Was ist alles ja, so? Und du hörst da ist das gar ein bisschen. Und hier ist er so. Ja. Zum Thema Felgen. Ja? 22 Zoll. Schau mal. Serie. Krass. 22 Zoll. Tuning. Auch krass. Nö. Nicht? Viel zu klein. Ja, guck mal ein bisschen näher. Guck mal ein bisschen weiter weg. Guck mal, wie die Felge wirkt. Also hier ist die viel, ja. Viel größer und serienmäßig bei dem Rolls-Royce sind 21 Zoll, also noch kleiner als die. Ja. Ich finde ehrlich gesagt vom Auftreten her ist der Rolls-Royce natürlich so die krasse Nummer.
Nur, wenn ich also ehrlich sein soll, für mich nicht. Ja? Tacho, komm mal hier. So. Es geht jetzt rein nicht um die Lederausstattung, ja? Weil wir haben jetzt bei uns natürlich die Lederausstattung geändert. Ja? Die hier haben wir das, glaube ich, nicht nötig, bei dem Auto zu ändern, weil das Auto ist wirklich nah, wirklich fast perfekt. Fast perfekt. Ja? Ich würde da vielleicht irgendwas muss ich ändern am Auto. Sonst würde ich nicht Belzec heißen. Hey, die Wespen, dieses Jahr sind Katastrophe. So, auf jeden Fall, irgendwas muss ich am Auto ändern. Also, was ich machen würde bei dem Auto, ein bisschen tiefer, alle Chromleisten sind schwarz. Fertig. Ja. Geiles Auto, wirklich geiles Auto. Ne? Und die Wagenfarbe? Interieur. Weißt du was? Wo ich den zuerst, das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Silber, so silbergrau, so gräulich ist das ein bisschen nicht meins. Jetzt bin ich damit ein paar Tage gefahren. Geil. Richtig geil. Schön, ne? Und man merkt das immer, ob das ein Auto perfekt ist oder nicht, wenn man nicht eine halbe Stunde gefahren ist, sondern wirklich nur ein paar Tage. Ja, auch abends und so weiter. Die Scheinwerfer. Wir fahren nämlich gleich in der Halle, die musst du noch aufnehmen. Mhm. Die sehen aus wie in so einem krassen Luxushotel. Ja, so ein Schloss, die Kristalllampen, hier diese Kronleuchter, das okay. Ist kein Scherz. Leute, guckt euch das Video wirklich bis Ende an, ihr müsst euch das angucken, weil solche Scheiben habe ich noch nie gesehen. Ja? So, Interieur, hier, warte, ich muss das hier aufmachen, dass der sich dreht, warte. Einmal so, ne? Also hier ist sehr ähnlich, hier mit diesen, wie heißt das, Schiebelement. Mal so ein bisschen hin und her öffnen. Das ist natürlich sehr schön. Schau mal hier. Mhm. Mittelkonsole, großes Navi, Tacho voll digital, also wirklich sehr schön. Ja. Jetzt gehen wir mal rüber. Okay. Ist klassisch, aber wir sind mittlerweile 2020 und das ist nicht klassisch. Also allein dieser Lichtschalter, vielleicht von da aufnehmen. Lichtschalter mit Knöpfen, ja finde ich sehr sowas zum Beispiel auch. Ne? Guck mal, hier ist so und hier, warte mal zu. Also, ich finde, der Bentley ist viel, viel hochwertiger verarbeitet als der Rolls Royce. Ja, das geht so, guck mal, wie schön, wie leicht das alles geht, wirklich ohne Anstrengung, ohne nichts. Also, so kleine Details, ganz viele. Ja, zum Beispiel die Lautsprecherabdeckung, das ist Aluminium gefräst. Das ist krank. Leute, das ist krank. Wirklich, habe ich noch nie gesehen. Bei keinem Auto habe ich sowas gesehen. Ja. Das ist alles so schön beleuchtet. Also wirklich ein tolles Auto. Wirklich, wirklich tolles Auto. Ja. Guck mal hier. Ja. So, von hinten, doch, ich würde bei dem Bentley noch was ändern. Ein weiteres Tuning-Teil. Und zwar so einen kleinen, schönen Heckspoiler. Nicht so groß wie bei dem Rolls-Royce, aber etwas kleineren hier. Guck mal. Hier ist eine kleine schwarze Lippe, würde ich machen. Hier nicht so groß, wirklich nur bis von hier so quasi bis hier. So ein ganz kleiner Spoiler, ganz klein. Würde ich machen. Android schwarz, klar. Kennzeichenhalter schwarz. Alles schwarz. Sonst finde ich sehr, sehr krass die Autos. Ich bin jetzt natürlich, das ist, viele werden jetzt sagen, okay, das ist ein Coupé, das ist eine Limousine. Ich bin aber auch ganz lange auch die Limousine davon gefahren, vom Rolls-Royce. Die ist ja nicht viel anders als das Coupé. Nur da andere Türen und das war's. Aber so von Interieur sind die gleich. Ja. Richtig. Oder gut. Wie empfindest du das? Du hast weder so einen noch so einen. Mhm. Sag mal, du fährst einen Audi A4. Audi A4 Kombi, ne? Mhm. Ja. Was sagst du? Was ist so? Bist du meine Meinung? Ist ehrlich, bist du meine Meinung oder bist du, wo du sagst, ja, okay, hier oder was auch immer? Schwer zu sagen, ne? Also ich find rein optisch, ja, aber weil was gemacht ist, ne? Ich finde Rolls besser. Die Autos von Belter sind immer besser. Das ist du musst das sagen. Ja, genau. Ich mag kein Chrom.
Ja, deswegen du auch nicht. Ja, nee. Das weiß ich. Also wenn hier Chrom ist, ist nicht meins. Es gibt Leute, die sind extra, sag mal, so ein bisschen eleganter und so weiter. Passt Chrom? Wir nicht. Wir sind die Tuner oder hier die Autoverrückten. Und deswegen will ich auch hier alles schwarz machen. Wird das schon sehr viel ausmachen. Aber zu deiner Frage, also der Innenraum und Komfort ist in dem Bentley, das sind Welten. Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Du bist vorne gefahren, hinten gefahren, ne? Ja. Finde ich auch wirklich. Hinten fand ich auch schön. Ich sitze eigentlich ungern hinten. Aber ja, gut, hier sitzt man nur hinten. Normalerweise streitet man sich, wer sitzt vorne? Ja, meine Kinder so, Papa. Hier bei dem Coupé. Fahre ich mit meinen Kindern, wer sitzt vorne? Wer da vorne ist? Bei der Limousine. Sagen die, Papa, wir sitzen alles hinten. Die fragen gar nicht. Auf einmal ist hinten sitzen doch cooler als vorne. Ja? Und sonst ist das umgekehrt. Deswegen ja. So, machen wir einen Abschluss. Tschüss, genau. Und fertig. Fährst du noch eben rein? Wir machen drinnen einen Abschluss. Du wolltest mir die Lampen zeigen. Ja, das machen wir in Carbon. Okay. Machen wir in Carbon. Die Lampen müsst ihr auf jeden Fall sehen. Nicht verpassen. Hinten und vorne. Ja? Machen wir Licht aus und so weiter. Und fertig. Okay. Da vorne Tschüss sagen. Komm, hier nach vorne. Sieht schön aus. Das war's hier aus Kamp-Lintfort von uns. Wir fahren den Bentley jetzt nach Düsseldorf und gehen ab. Und ich hoffe, dass wir weiterhin da mit Bentley Düsseldorf zusammen ein paar schöne Videos drehen können. Also Autos top, die Verkäufer sehr gut. Ja, müssen wir gleich eine schöne Bewertung abgeben auch. Service top, Autos top, was will noch mehr? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, ein Kommentar oder schreibt uns was, welches Auto vielleicht von Bentley ihr sehen wollt. Sagt Bescheid, ich freue mich und bis dann. Tschüss.